sag mal, wie die heißt. Highway 97. Everyone looks at me, they think a moose is big and slow. But if danger is near, or you ring my bell, man, you should see me go. I find a nice girlfriend first thing in the fall. If another moose wants her, I go right up the wall. Have to win every battle. Jetzt müssen wir gleich 100 Mile House schon sehen. Ride in the Sun. Das ist genau gegen die Sonne. So vielleicht. There's a beaver in my backyard. He's cutting down our trees. Dad's asked him nicely, but he just will not leave. He's dragging branches in our pool, packing them with mud. We're afraid the next time that it rains, there's gonna be a flood. Beavers live near water. They love quiet lakes and streams. The one that's in our backyard likes the city best, it seems. With big buck teeth and flat black tail, he's really quite a sight. Wenn das Licht da oben blinkt, dann heißt, die Ampel wird rot sein, wenn man ankommt. Und jetzt hat es gerade aufgehört und da kommen wir bei grün durch. Da drüben ist Savan Foods, da gehen wir jetzt einkaufen. Lied. Gucken, ob wir weiter spielen. Da hat es sich gefangen. Machen wir einfach nächste Lied. Da unten ist das Chevrolet Autohaus. Aber von hier haben wir unser Auto nicht gekauft. Die waren alle teurer, als wir bezahlen wollten. So, jetzt sind wir da. Jetzt können wir einkaufen gehen. So, schnallt euch ab, Kinder. Wir können einkaufen gehen. Okay, jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg. Wir waren einkaufen. Und fahren jetzt wieder auf dem Highway, Canem Hendricks Road, fahren wir wieder nach Hause. Man muss ja sehr aufpassen wegen der Rehe, vor allem wenn wir nach Williams Lake fahren, dann sehen wir viele totgefahrene Rehe, vor allem am Straßenrand. Einmal lag ein Reh mitten auf der Straße, wir wären fast drüber gefahren. Es ist also besser, immer langsam zu fahren. Gerade an der Stelle hier. Ja, war das nicht die Stelle? Nee, ich meine, an der Stelle hier hast du, glaube ich, auch mal gesehen. Ja, ich komme aus dem Wald, die Rehe. Der letzte ist hier auch das Einstieg. Das ist ein schöner.
eine schönere Fahrt, weil die Sonne jetzt hinter uns ist. Da ist der Berg. Ist das nicht der Berg, hinter dem wir, genau, hinter dem Berg, da ist unser Grundstück schon. Da sind die, die wir besuchen. Ist also nicht weit. Und morgen, am 25. Dezember, gehen wir hier zu den Leuten hier zu Besuch. Die haben ein Gewächshaus mit Ofen in ihrem Grundstück. Das interessiert uns. Weil genau sowas wollen wir ja auch bauen. Wir haben auch so einen Ofen bei uns. Und da ist der Berg. Da ist ein Stückchen von unserem Grundstück ist mit vom Berg. So, jetzt. Da ist der Cringe. Ja, jetzt sehe ich ihn hier. Da ist er. Jetzt sehen wir hier schon das Bild. Das Schild. Jetzt biegen wir hier ab. Auf die Buffalo Creek Road. Und da drüben ist wieder der Berg. Wir fahren jetzt noch hinter den Berg und dann sind wir da. Ja, ich kann nicht abschalten. Mir drückt das zu sehr am Bauch, wenn du jetzt auf meinem Schiff sitzt. Ich habe nicht mehr genug. Die Mama hat so viel gegessen heute. Könnt ihr euch nicht auf ihren Schoß setzen? Ja, guck mal, die Pferde kommen wieder. Ganz viele. Wir fahren wieder über den Buffalo Creek, über die Brücke. Vielleicht ist sie drüber gelaufen. Jetzt geht es hier einen steilen Berg hoch. Hier kommen wir nur mit Allradantrieb hoch. Mit Zweiradantrieb hätte man hier, glaube ich, große Probleme, lang zu fahren. Wie bitte? Würde auch gehen? Das geht jetzt nicht. Na jetzt, und wie viel haben wir es jetzt? 12 Grad. Das sind die Kühe auf dem Nachbargrundstück. Die Kühe gehören unserem östlichen Nachbarn. Das sind denselben? Ja. Aber, hier. Aber das Grundstück gehört zum, ist der westliche Nachbar. Das sind die Kühe. Die sind auch draußen, das kannst du ja auch. Ja, und die werden im Winter mit Heu gefüttert. Ach, da ist schon was zu. Jetzt sind wir schon auf der Bates Road. Und das ist rechts das erste Gebäude. Die Leute wollen wir noch gar nicht besuchen, da müssen wir auch noch mal hingehen. Schauen, wer denn da wohnt. Und hier an dem Haus waren wir am Freitag zu Besuch. Und da gehen wir noch mal hin. Das sind ganz nette Leute. Das ist ein älteres Ehepaar, die waren beide Lehrer. Und waren in Dresden, kennen sich auch in Dresden ganz gut aus. Waren auch in Freital, da können sie sich aber nicht so richtig dran erinnern, wie es aussah. Das gehört noch zu ihrem Grundstück. Die wollten eigentlich, als sie hergezogen sind, ein ganz kleines Grundstück haben, so 2 Hektar ungefähr, aber das haben sie nicht bekommen. Da haben sie eben so ein großes. Und der Farmer kann das Grundstück dann eben für seine Tiere benutzen. Hier müssen wir wieder auf die Bäume achten, die an der Seite umgefallen sind, umgebogen sind vom Schnee. See you now.
das ist ein See, das kann man aber jetzt nicht sehen, weil alles zugeschneit ist. Und hier links, wenn jemand die langsam fährt, erkennen wir links die Einfahrt. Das ist noch nicht das nächste, da ist hier ein Weg nach hinten. Und hier fängt unser Grundstück an, genau. Hier beginnt jetzt unser Grundstück. No hunting or trespassing. Und das ist ein Weg. Das ist die Südgrenze von unserem Grundstück. Und da ist unser Haus, da hinten hinter den Bäumen. Und das Haus steht eben so genau an der Ecke vom Grundstück. So dass es eben nahe zu zwei Grenzen ist. Da hinten ist der Nachbar schon. Das ist die Scheune vom Nachbarn. Hier vorne kommt das Gewächshaus von uns. Das ist das Cabin für unsere Gäste. Und das ist unser Haus, wo wir drin wohnen. Und die Stella kommt schon und wartet. Hallo Stella! Ja, Stelli! Stelli! Schaffst du es alleine raus, Maria? Ich kann dich jetzt filmen, Theresa. Na dann geh mal in den tiefen Schnee, da filme ich dich mal. Na geh mal in den tiefen Schnee. Ich komm gleich. Ich zieh mich erst mal an und dann helfe ich dir raus. Hast du es alleine geschafft?